Zeit. Hast du das Gefühl, Singen ist ein Kraftakt für dich? Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Es ist wieder soweit, eure Gesangslehrerin ist wieder am Start. Und heute geht es um zwei Themen. Und zwar, welche Muskeln benutzt du beim Singen? Und zwar die richtigen Muskeln und... Ist Singen wirklich so anspruchsvoll, dass es anfängt, weh zu tun im Hals und in anderen Muskeln? Und du bist jetzt hier mit mir in meinem Stimmgym und wir gehen das heute durch. Wenn du das Gefühl hast, es ist schwer beim Singen, dann machst du es nicht richtig. Nummer 1, du gibst viel zu viel Druck auf die Stimmbänder. Denk daran, die Stimmbänder sind ja auch Muskeln, die vibrieren. Das heißt, das sind deine Stimmbänder, die vibrieren miteinander. Der Luftdruck kommt von unten, erzeugt einen Ton. Aber wenn du viel zu viel Druck auf die Stimmbänder gibst, ja, sprich, du hast viel zu viel Gewicht, wenn ich jetzt hier noch mehr Gewicht drauf tun würde, oh, dann würden meine Arme zusammenbrechen. Und dasselbe ist bei der Stimme nämlich auch. Und zwar, die Stimme bricht dann. Und wenn du das Gefühl hast, du brichst oder du flippst, dann ist es, weil da zu viel Spannung drauf ist, ja, die da nicht hingehört. Also Nummer 1, Stimmbänder sind Muskeln und pass auf, wie intensiv, wie viel Spannung du jetzt benutzt. Wir wollen keine Überverspannung haben. Nummer 2, und das höre ich ganz regelmäßig in meinem Unterricht und in den Kommentaren, und zwar die Produktion vom Körper beim Gesang wird häufig verwechselt mit derselben Muskelproduktion wie im Fitnessstudio. Das ist leider nicht richtig und häufig sieht man auch Vocal Coaches, die dich animieren, dass du noch mehr Gas mit dem Zwerchfell gibst. Aber wir wissen mittlerweile aus meinem Unterricht, wenn du zu viel Druck auf das Zwerchfell gibst, dann gibst du automatisch zu viel Druck hierhin. Ja? Und das führt, wie wir gerade bei Nummer 1 schon gesehen haben, zu einer Überverspannung. Bitte, bitte verwechsel nicht Sport, ja, Leistungssport und Crunches mit derselben Intensität, die du beim Gesang benutzt. Denn im Gesang heißt es eine moderate Menge an Zwerchfell, eine moderate Menge an Muskelaktivitäten und da auch wieder von den richtigen Muskeln. Du kennst es beim Singen, du hast gerade eine Audition, ja, und du präsentierst einen Song, Adrenalin läuft, du bist richtig auf Nummer 5, also von 1 bis 5, deine Leistung ist gerade auf 5, dann ist es normal, dass der Körper sich anspannt und abliefern will. Aber es sollte nicht die ganze Zeit beim Singen sein, dass du das Gefühl hast, oh, mein Zwerchfell ist die ganze Zeit über verspannt. Dazu möchte ich an dieser Stelle ein Buch empfehlen, was mir sehr geholfen hat, und zwar Complete Vocal Fitness. Und zwar dort geht es ganz genau speziell darum, dass ihr wirklich moderat eure Muskeln trainiert und Fitness und der Sänger. Und das ist genau das richtige Buch für euch und ich blende das hier jetzt einmal mal ein. Dazu blende ich auch nochmal ein, welche Muskeln ihr eigentlich benutzen müsst, wenn ihr singt. Und das ist einmal der Latissimo Dorsi hier. Das ist der V-Muskel auch genannt. Und häufig seht ihr dann bei Sängern, wenn die eine richtig gute Position haben, wie zum Beispiel Celine Dion, die immer aus dem Rücken singt, dabei leicht in die Knie geht und meistens sich nach hinten lehnt, seht ihr, sie benutzt die Stabilität aus ihrem Latissimo Dorsi, aus dem Zwerchfell und hier sogar noch aus den Beinen mit dazu. Ja, bei anderen Sängern wie Whitney Houston könnt ihr auch den Stand erkennen. Sie hat einen sehr aufrechten Stand, benutzt die Arme, ja, und kreiert so Stabilität. Auch der ganze Nacken, alles ist aufgerichtet, damit der Kehlkopf sich nicht senkt, in eine falsche Position rückt. Das heißt, auch hier hat sie Freiraum erschaffen und ist völlig unverspannt beim Singen. Und das ist genau das, was wir wollen. Dazu gibt es jetzt von mir Nummer 3 eine kleine Zwerchfellübung hier in meinem Stimmgym, und zwar wenn ihr einmal eine Hand hier an die Seite legt, eine Hand auf den Bauch und erstmal ganz kurz, wo ist überhaupt das Zwerchfell? Das Zwerchfell ist direkt hier, es ist einmal ein Muskel, der um den ganzen Körper geht, den Bauchraum vom Brustraum trennt. Es ist ein sehr nachgiebiger, aber auch starker Muskel und wenn ihr einatmet, senkt sich der Muskel und klappt sich so ein bisschen auf, fast wie ein Fallschirm, ja. Und wie gesagt, wenn ich singe, dann spüre ich diesen Impuls vom Zwerchfell. Ich habe eine Hand hier und eine Hand hier, am besten mal zwei Finger an euer Zwerchfell. Und sagt einfach mal, hey, und dann spürt ihr, wie das Zwerchfell sich zusammenzieht. Ich mache es noch einmal, hey, ja. Und jetzt machen wir einmal zusammen eine Übung, und zwar die P-T-K. Dazu habe ich auch einen Online-Kurs, und zwar Atemtechnik für Sänger und wie singe ich mit Power. Und wenn ihr richtig lernen wollt, wie ihr geile Balladen singen könnt, dann schaut doch mal da in meinen Online-Kurs rein, auf tanjaledyvocalstudio.com. So, und jetzt einmal zwei Finger hier, ich gebe vor, du machst nach.
Und ihr seht, mein Zwerchfell arbeitet mit mir mit. Wenn du singst und du hast das Gefühl, es klingt nicht voll, es klingt nicht rund, dann weißt du, du benutzt deinen Körper beim Singen nicht. Und zwar ist es ganz, ganz wichtig, singen ohne Körperarbeit geht nicht und ist auch nicht richtig. So, ich entlasse euch jetzt hiermit. Daumen hoch, Abonnement und ich bin auch auf Instagram. Wir haben da richtig coole Blogartikel jetzt zum Thema Krisen beim Singen, Psychologie beim Singen, gefühlvoll singen und ganz, ganz viele mehr. Speichert euch die auch ab und ich sehe euch in meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss, tschüss.